Leute, warte, ihr bekommt weiter eine Folge von Loon Soul Defense 6 zusammen mit Dufix. Yay! Dufix ist der absolute Experte in diesem Spiel. Und ich dachte es mir einfach lustig, mal in Unplatzbar zu springen, den zweitschwersten Modus im gesamten Spiel, und einfach gucken, was Dufix so macht. Ich platziere Affendörfer und so und halt Geld, aber Dufix soll der Kämpfer sein. Ich will keinen Schaden machen diese Runde. Wenn ich einmal Schaden mache, habe ich versagt. Du kriegst es hin, hab Vertrauen. Okay, du hast hier einen gratis Wurfelaffen, den kannst du ja raushauen. Ganz oben rechts. Ja. Stimmt, ja, das sehe ich. Warum sind wir schon bei Runde 6? Es startet in Runde 6 in diesem Modus. Ich würde den, hier platzieren, wo meiner ist. Ich verkaufe ihn, aber ich würde ihn da platzieren. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Mhm. So ein bisschen in das Dreieck. Ja, das ist gut. Und das ist strategisch schon mal ziemlich gut. Skillen oben gar nicht, Mitte 2 und unten komplett durch. Das ist der Shit, ja, so ist der am besten. Ich fand aber den Mole auch immer ganz gut. No, der sackt. Echt jetzt? Ja, der sackt, der scheiße. Okay. Ja, sehr gut. Warte, hast du automatisch weiter? Ja. Warum? Ja. Ist lustig. Ist lustig, nee, bin ich unter Druck. Nein, ich gebe dir all mein Geld und du skillst den unten jetzt auf Armbrust, dann sind wir safe schon mal. Also unten verbesserte Sicht und dann Armbrust. Ja, da bin ich jetzt dran. Ja, dann sind wir jetzt schon safe bis Runde 30. Echt? Ungefähr, yes. Ja. Sehr schön. Wir schaffen das. So weit bin ich noch nie gekommen. Ich werde dich zum Profi machen. In einer 30-Minuten-Aufnahme. Ich könnte als Absicherung noch, wobei habe ich... Moment, stopp. Gar nicht. Wir brauchen das alles nicht. Ich gebe dir noch hier das Dorf. Bam. Aber du musst den anders skillen, als du denkst. Es gibt eine Skillung, die ist overpowered. Die wirkt aber nicht so. Und zwar auch wieder da 025. Ah, okay. Der ist richtig krass, weil du den 025 raus hast, kommt der alleine bis Runde 76. Also ohne Hilfe. Ich würde sogar sagen, das ist das, was ich immer mache dort. Ach, recht? Schneller dann, oder? Wo er fast mit dem Maschinengewehr losballert. Ja, schneller, aber Mitte dann. Mitte 2 bist du noch. Ja. Weil du noch so einen Schrapnellschuss, wo der zerspringt und dann halt einfach. Ey, das ist gut. Du bist gar nicht so schlecht. Du hast gedacht, nö, ich kann das gar nicht. Doch klar. Du kennst schon den besten Sniper. Kann ich ja irgendwo hinsetzen, oder? Also. Ja, nee, platziere den neben das Dorf, weil das Dorf hat so einen Boost-Effekt. Und ach, den, ja gut, du willst einen Boost haben. Natürlich schon wieder Sinn. Ja. Ja. Sehr gut. Wow! Sehr gut. Ich mach mal das Dorf. So. Plantage. Gut, ich werde dich mit Geld vollpumpen und wir werden das schaffen. Du willst, dass ich bis Runde 100 komme? Ja. Locker. Was? Locker schaffst du das. Ich bin noch nie bis Runde 100 gekommen. Jetzt ist das erste Mal. Locker. In irgendeinem Modus. Und das ist der zweitschwerste. Okay, ich mache hier mal ich fange hier mal ein bisschen an. Ja. Der Alchemist ist aber eher wirklich so ein Supporter, weil wenn du mal guckst, die obere Skillung, der wirft der Tränke, die andere stärker macht. Und diese Tränke willst du eigentlich haben, weil dann können die Blei kaputt machen, alle, dann können die alles kaputt machen. Du willst einen Trank haben, der den Sniper bestenfalls boostet und den Wurfvollaffen eigentlich von der Position. Zeitgleich. Und das Geld, das schmeißt sie doch irgendwo hin, diese ganzen... Ja, die müssen im Umkreis von ihm sein, also im Radius. Das heißt, oberhalb oder vielleicht rechts unten vom Dorf wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was ist denn mit dem Zauberer? Wird er nicht als gut angesehen? Der ist okay, aber erstmal, du brauchst jetzt den Alchemisten dieser Runde, ansonsten hätten wir ein Problem. Ja, ich suche ihn gerade. Wo soll ich den platzieren? Hier irgendwo hin? Keine Ahnung. Nein, ist alles gut. Ja, ist doch gut. Siehst du? Der ist so krass. Sehr gut. Wir schaffen das! Ah. Ja, den musst du oben skillen, den Alchemisten, wenn du das Geld hast. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich aber nicht deinen Fortschritt, ne? Ich habe den noch, glaube ich, noch nie benutzt auf dem PC. Achso, den hast du nicht in meinen Fortschritt? Nee. Oh nein! Okay, dann macht das schwerer. Aber du hast den Sniper ja schon mal, ne? Extrem viel schwerer. Oh Gott, okay, was hast du dann? Armbrustmeister muss ich jetzt freischalten, kann ich aber machen. Oh, Armbrustmeister ist nicht schlecht, okay. Oh Gott, das macht's super schwer. Extrem schwer. Was hast du denn? Ja, ich muss natürlich zu meiner Verteidigung sagen, ich spiele das auf dem Handy normalerweise. Ja. Aber was hast du denn dann? An Alchemisten habe ich nichts. Der levelt jetzt, ja, das passt. Den kriegen wir hin in der Zeit. Aber du hast den Sniper, ne? Ja, Sniper kann ich sicher noch ein, zwei machen. Und Armbrustmeister hast du auch, ne? Hab ich jetzt, ja. Das ist gut. Armbrustmeister ist auch stark, okay. Wir brauchen jetzt aber noch irgendwas Starkes für Runde 40. Hast du die Kanone? Ja, ne, bestimmt. Ja. Gut, dann hau die Kanone mal raus und mach das. Was du möchtest. Wobei ich kann ein Update, also von den goldenen kann ich jetzt holen. Von diesen.
Welches muss ich holen? Beim Alchemisten oben. Ne, bei der Kanone meine ich jetzt, weil da kann ich eh ein Update machen. Ach so, ist mir eigentlich egal. Entweder oben oder unten. Ich mag oben mehr. Ja. Wir brauchen jetzt halt ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Oder kannst du den Sniper nochmal skillen? Ich gebe dir jetzt all mein Geld. Und dann, du hast so viel Geld, da geht irgendwas klar. Ich mach mal langsamer. Natürlich. Ich mach mal Pause, dass wir nach der Runde... So. Okay. Gut. Und jetzt müssen wir die Verbesserung raushauen. Also. Hast du den Sniper verbessert, ne? Ich raushauen kann, ja. Nee, warte, ich geb dir 6000. Oh nein, ich hab vollautomatisches Gewehr, habe ich noch gar nicht. Oh nein. Das wird schwer. Ja, das wird schwer. Okay, ich hab dir jetzt aber Geld gegeben. 6000. Hau die Kanone mal unterhalb von meinem Dorf raus. Ah, komm, ich starte die Runde, mal sehen, was passiert. Oder hast du noch Geld über? 1000? Ist das so eine schlimme Runde? Naja, ist die Runde okay. 40, die stimmt. 40 kommt halt der erste fette, der große, ja. der große blaue. Monatsabrechnung, also Moab. Bei meiner alten Arbeit ist es immer Monatsabrechnung. Ich war immer voll verwirrt. Ja. Der kommt jetzt. Hast du noch irgendwas, was du rausholen kannst, was stark ist? Den Heli meintest du, ne, den Flieger mochtest du das gesagt, ne? Nicht, den mochte ich nicht. Fuck. Wen mochtest du denn? Mochtest du eins der Schiffe? Den Zauberer eigentlich. Aber dann hau den Zauberer raus. Hau den Zauberer raus und hau den in dieses kleine Dreieck. Ah, ich glaube, das geht nicht. Dann egal, dann unterhalb der Kanone ist egal. Hau den einfach irgendwo raus. Ja, den kannst du skillen, wie du willst. Das mach, wie du willst. Oben. Ja, mach ihn oben. Dann hat man nämlich diesen Feuervogel irgendwann. Der Feuervogel ist in der Mitte. Oh, ja, das ist immer wieder, wie gut ich mich auskenne. Ich starte die Runde jetzt einfach, Runde 40, okay. Jetzt ist Runde 40. Mal sehen. Sieht gut aus. Ja, Mann. Easy. Schön. Gar kein Problem. Autostart wieder an. Und jetzt weiter. Ich hab gerade gesehen, wir haben ein Leben. Ja, in diesem Modus hat man nur ein Leben. Super. Wir schaffen es aber. Ich werde dich noch zum Bloons Champion trainieren. Bald. Geld für. Ja, ich will halt nur wissen, welche Affen du schon gelevelt hast. Wir brauchen halt ein Level 5 Affen irgendwie in irgendeiner Form. Den Superaffen bestimmt, oder? Superaffen soll bei mir Level 5 sein? Ja, oder auf Level 4 irgendwie hoch. Andi, den Armbrustmeister, das du gesagt hast, oder? Ja. Den können wir schon skillen? Bald. Wie gesagt, braucht er noch ein bisschen Geld. Aber nur noch Geld fehlt? Ja. Okay, dann spare ich jetzt drauf und gebe ich dir gleich das Geld. Weil ich habe ja meine Plantagen umverbessert, bei mir sprintet das Geld. Ja. Ich könnte auch meinen Alchemisten hier oben platzieren, dass der nicht angreift, aber deinen trotzdem boostet. Weil ich habe ja einen guten Alchemisten, der noch einen krasseren Boost hat. Boah, Baller bricht die Regeln. Naja, ich mache ja keinen Schaden. Gesagt, du machst keinen Schaden. Ich mache ja keinen Schaden, ich mache doch keinen Schaden von der Position. Wenn du guckst, der Radius. Wie hast du den jetzt so schnell... Oh mein Gott. Ich habe halt 6 Plantagen, bei mir sprintet das Geld. Wie hast du die entwickelt, will ich gerade mal sehen. Oh, der hat angegriffen, okay, der oben. Penner. Ich muss ihn verkaufen. Ey. Der hat 3 Schaden gemacht. Ich muss ihn höher platzieren. Nee, ich kann gar nicht platzieren. Nee, das geht echt nicht. Der hat 3 Schaden gemacht. Der greift die Fetten an. Das geht nicht. Mann. Also meiner Meinung nach kannst du den schon stehen lassen. Der hat 3 Schaden gemacht. Die Leute Mac, ist halt echt so. Dann sagen die, Bardo, der hat aber 3 Schaden gemacht in Runde 3. Du hast die Challenge nicht geschafft. Ja, die Leute sind da sehr hardcore. Mensch, dann Armbrustmeister jetzt. Let's go. Ich hab dir ein Geld gegeben. Oh mein Gott, ich wurde finanziert. Ja, Mann. Ich bin jetzt nicht okay. Mach am besten auf der linken Seite auch noch einen Alchemisten. Mach den vielleicht so, dass der alles boosten kann. Also auch die Kanone, den Magier und so, ne? Okay. Die Bananen sind aber noch gar nicht reif, ne? Also, dass du die überhaupt einsammelst, ist schon. Ich esse gerne so ein paar grüne Bananen. Je härter die Banane ist, ist so. Beste. Okay. Wollte ich jetzt nicht ganz sagen, weil dann wird's kommentiert, niemand, Bardo, harte Bananen. Das ist ja immer der Kommentar. Das werde ich schreiben. Ich würde beim Alchemisten legitim nur sparen auf das Oberste. Nur das Oberste ist wichtig. Auch gerade gedacht, der ganze Rest ist im Grunde echt egal. Du willst nur, dass der einen stärkeren Trank wirft. Ist richtig gut. So, was ich mache. Vom Druiden? Den Druiden finde ich gut. Kommt halt die Frage, wie weit du ihn hast und wie du ihn hast. Ich hab nix weit. Ja, dann ist es scheiße. Dann will ich. Aber generell ist er sehr, sehr stark. Den Boomerang offen, da habe ich vielleicht noch ein paar Sachen beim Leimwerfer oder Kleberwerfer, der wieder heißt. Ne, Klebstoffschütze. Ja, den habe ich noch einigermaßen weit, aber ich glaube, den mag niemand. Der ist okay. Ich habe einen Pionier platziert und jetzt kann ich. Der hat eine Fähigkeit, damit kann ich deine Affen stärker machen.
übertakten und ich mach's mal kurz auf den Armbrustmeister. Siehst du, das ist jetzt so ein Effekt über den. Und der ist jetzt stärker und schneller. Wow. Ich greife damit nicht an, aber ich kann supporten. Na gut. Ich geb dir auch das. Ah, du hast 30. Du hast 40.000! Du musst was setzen! Du musst was setzen! Ja, auf was sparst du? Auf eine Schönheits-OP. Du hast einfach 30.000 am Start. Ja, ich würde ja Geld ausgeben, wenn ich irgendwas freigeschaltet hätte. Dann platziere irgendwas. Irgendwas. Mach den Superaffen. Mach den Superaffen. Mach den links im Kreis neben deiner Kanone und den anderen Scheiß. Oh. Affendorf. Okay. Dschungeltrau. Echt krass. Ich kenn das gar nicht. Das ist okay. Was wir gerade alles hinbauen. Das ist okay. Ich habe jetzt meine Plantagen verkauft, weil ich will den Ultraboost lernen. Okay. Ultra Boost ist der Boost, den ich eben hatte, aber der stapelt sich. Das heißt, der wird immer stärker, der Boost, und der geht nicht weg. Den packe ich jetzt auf deinen Wurfelaffen. Und der kriegt dann jetzt einen Boost, der immer stärker wird und der den immer krasser macht. Soll ich vielleicht noch einen Wurfelaffen platzieren? Oh, doch, den kannst du doppelt haben. Ja, platzier ihn nochmal. Weil das ist der einzige, den man auf Level 5 zweimal haben kann, wenn man das Skill im Affenwissen. Und ich habe das ja. Das Affenwissen teilen wir uns. Ja, doch, mach den doppelt. Du kannst ihn nochmal irgendwo hinhauen. Da haben wir es. Hast du das Geld dafür? Letzte Stufe fällt einfach noch. Okay, warte, ich geb dir das Geld. Danke, Hauptsponsor Bato. Hau den raus. Hab ich. Ja, Mann, okay. Wir schaffen das, Runde 91. Ich weiß nicht. Doch, wir schaffen das. Sie ja, da kommt eine richtig krasse Armee. Runde 98 kommt auch eine richtig krasse Armee. Also 94, 95, 98 sind schwer. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir durch. Dann sind wir safe. Alles klar. Kannst du mir all dein Geld geben? Ich hab den Helden noch gar nicht platziert. Du hast noch gar keinen Held. Ach, stimmt! Ja, jetzt ist zu spät, der levelt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr hoch. Ja. Ich kann es ja noch machen, ein bisschen Spaß soll er haben. Ja, hau den ruhig raus irgendwo. Irgendwo. Ja. Hier. Ja, level den auch ruhig mit deinem Geld. Warte, ich gebe dir Geld, level den mal hoch. Ich kann mich jetzt mal verbessern derzeit. Wie hoch kommt ihr vom Level? Okay, Runde 95. Oh Mann. Geschafft. Easy geschafft. Okay. Okay, wir schaffen das. Bleibt spannend. Wir schaffen das. Die Runde jetzt ist easy, aber danach kommt eine schwere Runde, aber das kriegen wir hin. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt noch Großes machen könnte. Nee, im Grunde. Ja, warum? Ah. Okay, Runde 8 und jetzt die schwere Runde. Wenn wir die schaffen, haben wir es geschafft. Relativ safe. Waffe. Sieht gut aus. Ja, Mann! Ja, Mann, wir schaffen das! Wir haben es, glaube ich, geschafft! Ja, du hast es quasi alleine geschafft! Runde 100, ist easy! Ist easy, Mann! Nice! Oh, der kommt ein bisschen weit. Nee, easy! Easy! Nee, geht's kaputt. Ja, Mann. Oh, wow. Ja, Mann. Geschafft! Oh, nice! Geschafft! Nice! Ich hab einen Insta-Affen. Für Instagram, nice. Bloons platzen lassen, null. Du hast einen Moor platzen lassen. Stimmt, aber ich weiß nicht womit. Ich weiß nicht wann. Waren das diese drei Schüsse mit dem... Das kann eigentlich nicht sein. Oder das ist drei Schaden. Wohl Schwachsinn. Das Spiel lügt. Aber ja, Das Spiel lügt. Aber was nicht lügt, ist unser Skill. Ja, Runde 100 geschafft. Mit Dufix, der nicht mal doch ein Level 5 Atem hat. Du hast den besten Level 5 Affen. Hat dir gereicht. War doch gut. Okay, für weitere Challenges mit Dufix, schreibt doch mal, Dufix ist der Beste in die Kommentare. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal mit Dufix vorbei. Abo wäre auch ganz cool. Bis dahin, Leute. Und ciao.